Herzlich willkommen bei Bayern. Es geht natürlich weiter. Ich habe letztes Mal haben gesagt, ja, ich würde gerne mal zu diesem Drachenmutter hingehen. War mal auch mal Gedanke, mal hinzugehen. Aber ich wollte mir auch mal die Quest mir angucken, was die nette Dame. Ich habe mal bis offscreen, bis mal die komplett so viel abgearbeitet. Also ich habe ungefähr, ich habe mal bei Discord, ich bin jetzt 7 Stunden. In 7 Stunden habe ich den Bereich alleine mal abgearbeitet. Der Libra, wie gesagt, der Ragnar ist zurzeit noch nicht. Zurzeit hat er erstmal keine Lust, dann bin ich erstmal bei ihm alleine. Ich wollte mir mal die Aufträge hier mal mir angucken, wie die so sind. Ich habe hier mein Schwert und meinen Keule auch schon dabei. Aber im Endeffekt, wie die jetzt mit mir angucken. Ich habe bis jetzt auch keine andere Rüstung. Also die Metallrüstung, ich denke mal, für die Nerdschen reicht das. Ich habe ein relativ gutes Essen dabei. Also ein bisschen auf Ausdauer und hier auch bis für Lehm. Also in den Dungeon gehe ich lieber eher mit Lehm rein. Und ich tue mal hier schon mal mir was futtern rein. Heilung habe ich eventuell auch noch dabei. Falls es doch ein bisschen kritischer werden sollte. Wieder mal ein Sternenskelett, auch nicht schlecht. Und ich gucke mir mal die das mal an, wie das so ist. Also ich gehe mir relativ nüchtern. Ich habe zufällig mir leider ein paar Videos schon gesehen. Aber wie es genau der Dungeon ist, sonst irgendwas, weiß ich persönlich leider nicht. Aber ich lasse mich mal überraschen. Also ich habe mal, wie gesagt, mein Schwert dabei. Falls du doch ein bisschen zu eng wird, habe ich meine Keule, weil die sind relativ gegen stumpfe Gegenstände. Aber relativ die Räume ziemlich klein sind. Die Gänge ziemlich sehr klein, würde ich erstmal gleich eventuell mit die Keule rein. Und ich bin mal ziemlich sehr mal gespannt. Okay. Das sieht schon mal sehr einladend aus. Konnte ich mich noch nicht mehr reinschleichen. Ich wurde schon nett begrüßt. Ja. Also das ist gerade. Also ich habe gefühlt die Viecher, hast du gefühlt überall. Also die ganzen Krepp will ich nicht. Ich habe hier einen Überschuss. Oh, na du? Ja. Ja, klar bin ich. Sichi, rein da hin, Olga. Schwefel. Okay. Alter, ist das hier duster. Alter! Okay, leg erstmal ein bisschen Licht an. Ich hole erstmal meine Keule raus. Erstmal die ganzen Gänge abklappen. Klappern. Okay. Mal gucken, wir auch hier auch eventuell neue Sachen. Okay, hier ist anscheinend gar nichts. Also, ich glaube, ich nehme lieber mein Schwert. Weil das ein Geister sind, kriege ich zusätzlich. Ja, es ist geflackert, tut mir leid, aber das habe ich selbst in meinem Untergrund habe ich da bei mir gehabt. Das ist ein bisschen etwas nervig, finde ich persönlich. Also sieht schon mal optisch schon mal ziemlich sehr geil, schon mal ziemlich sehr gut aus. Und schon mal macht schon mal ein bisschen besser Damage. Feder mit nehme ich mit. Ja, Steinpfeile ist eh Krepp. Okay, da soll ich glaube ich noch nicht rein. Ich habe schon mal den Boss gefunden. Das ist
eigentlich nicht, glaube ich, der Sinn der Sache ist, gerade schon den Boss zu finden, sofort, instant. Eigentlich ist es so, erstmal die ganzen Dungeon abzuklappern. Hier ist gar nichts. Es ist wunderlich, dass der mir den ganzen Tag angezeigt wird. Okay, gehe ich mir erstmal mal hier mal weiter rein. Hallo. Okay. So, wenn sie sich das Schwert schon mal. Praktisch. LOL! Okay, das war mal creepy. Okay, dann gehe ich mal da rein, um mal ein bisschen aufzuräumen. Ich glaube, das sollte ich noch nicht rein. Ich nehme mal mein. Okay, er macht Feuer. Interessant. Okay. Aua. Brandschaden macht er. Aber anscheinend macht mein Schwert mehr Damage. Aua. Okay. Sehr interessant. Was? War es das schon? Okay. Ich kriege nur Skelette. Ja. Münzen. Ja. Und hier sind gelbe Pilze. Das ist der komplette Dungeon? Wie ein bisschen lame. Ich dachte richtig, was kriege ich hier irgendwie richtig geilen Stuff, sonst irgendwas? Ich kriege nur ein blödes Skelette vorgesetzt. Okay, im Vorteil, ich mache durch mein Silberschwert, ja, mache ich ja, habe ich zusätzlich, mache ich ja noch mehr Geistschaden ja noch. Also irgendwie hätte ich das mir mehr erwartet. Hallo. Okay, ist ja gar nichts. Okay. Auch nicht, okay. Wow. Und das war der komplette ganzen Dungeon. Also ich hätte wenigstens erwartet Loot, aber wirklich hier extrem geilen Loot. Aber hier, das ist ja komplett ernüchternd, ja. Das ist ja nichts. Ich habe nur ein paar Skelette abgeschlachtet. Okay, dafür habe ich ein Trophäe bekommen. Ist nett und schön, aber insgesamt ist das eigentlich ein bisschen echt mager. Ich hätte wirklich was richtig Geiles erwartet, aber das war nix. Hier sind ein paar Münzen, was ich aufnehme, aber Geld brauche ich eh nicht. Ich habe eh nur Eisen. Geld habe ich eh einen Überfluss. Also. Wie war die Truhe? Ja, das war die ganzen Dungeon. Cool. Dungeon komplett IZ durch. Cool. Also, ich hätte wirklich was Geiles erwartet. Das war eigentlich mehr komplett ernüchternd. Das ist Steppe. Und die restlichen Gebiete sind relativ alle sehr, sehr weit weg. Nehme ich mit. Und das war's, ja. Ich könnte mal die Trophäe mal angucken, mal. Aber grob und ganz, ich gebe den die Quest ab. Ich denke, danach verschwindet der auch. Das ist. 200 Kilo wiegt das? Okay. Interessant. Ja, in Effekt. Dungeon in 10 Minuten durchgeflext. Ja.
Interessant. Der nächste wäre hier oben, da wäre der Turm, aber da bin ich noch nicht ganz ausgerüstet. Ja, ich denke mal, ich schneide es mal das bisschen zusammen. Ich denke mal, dann sehen wir uns gleich im nächsten Bereich. Also ich denke mal, boah. Ey. Zack, weg mit dir. Was willst du denn? Jo. Also der nächste, boah. Also dass der Turm ist in der Steppe, da habe ich noch keine passende Rüstung. Ach, das wird schon markiert, als X markiert, das ist auch schon mal cool zu wissen. Ja, da ist es was. Wieder hier oben. Also der nächste wäre hier, wieder hier unten. Ich habe keinen Plan, was das für ein Bereich ist. Wenn hier drei Stück gleich hier oben. Ich denke mal, ich gucke mal den Bereich da unten mal an, wie es das dann aussieht. Also ich denke mal, ich würde es eventuell zusammenschneiden. Im Endeffekt, ja, war eigentlich ziemlich sehr nüchtern. Eigentlich hätte ich ein bisschen was mehr erwartet. Dankeschön für das ganze Blocken. Zack. Ach, da oben. Der Heidepeil. Was willst du da? So, wir etwas höher halten. Zack, mal gucken, was da oben ist. Ich denke mal, 0:50 Truhe. Also ich hatte eigentlich richtig so Bossfight, richtig witzig. Aber naja, es kann sein, weil ich relativ schon halbwegs gute Equipment schon habe. Es ist eigentlich auch völlig egal. Ja. Naja, wir sagen, wir sehen uns in der nächsten Domain. Wie gesagt, ich glaube mal gucken, was ich bin relativ sehr mittig. Also ich gucke mal den Bereich mal an. Soweit ich weiß, das ist ja da so ein Turm. Was das hier unten ist, weiß ich leider bisher nicht gar nicht. Deswegen, also ich denke, ich gucke mir da das mal an. Und ja, mal gucken. Ich lasse mich ein bisschen mal überraschen. Wir sagen, wir sehen uns im nächsten Dungeon. Wir sagen, bis gleich. Herzlich willkommen bei Valheim. Ja, diesmal leider ohne 2D-Figürchen, weil meine Lampe hat sich gerade verabschiedet. Das heißt, es dauert am Blinken. Das heißt, diesmal hört ihr nur meine Stimme und nicht meinen Charakter. Yay, weil bei mir ist es relativ dunkel auch. Und weil ich relativ in der Ecke sitze auch, kommt nicht so viel Licht gerade auch nicht durch. Ich wollte gerade meine Lampe anmachen und dann, ja, hat sich nicht gerade verabschiedet. Ist darauf dann blinken wie bekloppt. Ich denke, okay, jupp, danke schön. So, wir wollen ja, wir haben ja vorhin ja gerade den einen Boss geklatscht und jetzt gewinnen die da oben. Ich habe gesehen, hier ist Grasland, also zwischen Grasland und Steppe irgendwie hier zwischen. Hier ist eben, ne? Oder Grasland. Hier war Sturm, ich komplett durchgefahren, plötzlich Sturm weg, plötzlich Goblin da vor mir. Ach du Scheiße, da ich umgedreht. Und hier ist ganz minimal ein Sumpf und der nächste Gebiet ist hier oben. Wie anscheinend, wo das Gebiet ist, weiß ich nicht, wo das genau ist, aber sieht schon auch sehr interessant aus. Ich gehe einmal hin, ich gucke es mir mal die Lage mal an, aber sieht schon mal sehr interessant aus. Wir haben hier die letzte Folge ja uns den einen zwischen, kann man sagen, Grabkammer-Boss uns gekümmert. Und gehen wir jetzt mal den richtigen Boss erstmal hier ein Schiff hinstellen. Markieren. Schiff. Ja, wo ich auch genau weiß, dass da ein Schiff ist. So. Wir wollen jetzt mal dann zu dem nächsten Gebiet. Oha. Okay, das sieht erstmal schon mal schlecht aus. Ach du Scheiße, wie hoch ist der Berg bitte? Okay. Ich
glaube, wie das aussieht, ist der auf dem Berg. Machen wir mal ein bisschen mal hin. Das Problem ist, wenn es wirklich auf dem Berg ist, ich habe leider keinen Frosttrank. Ich weiß nicht, wie viel. Ich weiß auch nicht, wie schnell ich hier. Oha. Okay, das sieht schon mal sehr creepy aus. Ich weiß nicht, wie schnell ich das so schnell das gegenheilen kann. Ich habe ein bisschen meine Ausdauer. Anscheinend sieht das schon mal nicht so prickelnd aus, wie wieder hochzukommen. Gucken wir mal, hier einen besseren Weg finden, wie hier hoch zu kraxeln. Weil das sieht nicht so wirklich dufte aus. Okay, hier geht schon mal. Ist schon mal besser. MAP. Ich bin gespannt. Ich hoffe. Ich will schon einen Drachen, okay. Ein Wolf. Das Problem, ich kriege da auf Schaden immer. Gucken kann ich. Nee, das ist der Schadentext leider zu schnell. Wenn ich gegenheile immer. Wenn ich mir gegenheile, wird's gehen. Und schon mal ein Wolf. Also wenn ich da mich gegenheile, geht es. Oder wenn ich habe nicht so viele Heiltränke. Und der ist relativ anscheinend sehr weit oben auf dem Berg. Ei, ei. Und dazu noch, wenn man so ein Tragmin bekämpft, ist es ein bisschen noch schwieriger. Nee, ich krieg zu schnell Schaden. Entschuldigung. Nee, also das kann ich hier komplett verknicken. Also anscheinend ist da wahrscheinlich oben auf dem Berg. Ich kriege leider zu schnell Schaden. Eieieiei. Das ist ein bisschen schade. Also ich hätte den wahrscheinlich noch gerne noch mal gemacht. Also ich so schnell den Schaden hinter den kriege, hätte ich nicht erwartet. Aber anscheinend ist er wirklich hier oben auf dem Berg. Also das Problem, der Berg ist übelst hoch anscheinend. Ja, also es ist wirklich auf dem Berg. Ja, wir können jetzt nur noch den einen und den zweiten Boss noch machen. Und ja, das war's. Ist schon mal gut zu wissen, dass er auf dem Berg ist. Könnte ich mir das Grunde sparen, weil die nächsten sind hier drei hier oben, ja. Also wir können ja eventuell kurze kleine Abstecher hier hinten mal einmal machen, wir mal gucken, wie es mir da angucken, mal gucken, dass nicht zu weit entfernt ist. Aber wir machen erstmal die und diesen Boss noch mal. Können wir nur noch den hier gerade noch machen. Wir wissen ja, was da das eine und das von Boss ist. Also anscheinend sind die Skeletten hier haben irgendwie ein bisschen wie mehr Sternchen. Okay, da, nice. So. Ach, das ist ein Spawner noch. Also schon mal gut, kann ich den Spawner auch kaputt machen. Spanner kaputt. Kann weg. Brauche ich ja nicht. So, wir gucken mal, wir gehen mal in den anderen Dungeon rein. Ich hoffe. Also ich denke mal, die Dungeons sind wahrscheinlich alle gleich. Aber eins kann man sagen, es sieht schon verdammt cool aus. Also die Eingänge haben sie echt cool umgesetzt.
Und den Wächter. So. Das sieht aber trotzdem. Mal gucken, wie der hier ist. Ich denke mal, hier ist wahrscheinlich jeder das gleiche, wahrscheinlich auch drin. Hallöchen, na du? Ich weiß, was ich ein bisschen schade finde, dass die solche Kammer leider wirklich so gefühlt kaum richtig Blut drin ist. Finde ich persönlich etwas schade. Ja, komm her. So, zack. Also schon mal so ein Vorteil, den ein bisschen Geisterschaden noch kriegen. Augenschütze, okay. Ja, hier liegt auch ein bisschen Geld. Ja, ganz ehrlich. Brauche ich eigentlich nicht. So, Geld habe ich im Grunde selber in Überfluss. Was ist das denn? Also ich hätte wenigstens noch so welche Kerne noch erwartet, aber hier wirklich null, nur ein bisschen Geld, Knochen. Hätte ich ja auch normale Krabkammer auch reingehen können, aber da würde ich nur wenigstens einfach mal was anderes Stuff noch nebenbei bekommen. Also das ist schon mal enttäuschend. Also mal gucken, letztes Mal war es die Seite der Bossbereich. Ich mal hier mal rein. Hallo. Oh, diesmal sind es ein paar mehr. Wieso, aber die waren doch relativ viel. Eisenpfeile, Ja, Knochen brauche ich nicht, dass ich hier. Weil das ist so ein Schrott, was ich persönlich nicht überhaupt brauche. So. Ist hier noch einer? Hallo? Okay, das sieht schon mal sehr interessant aus. Jo, erstmal hier an den klatschen. Das sieht schon mal hier sehr interessant aus. Geht's runter? Okay, der Dungeon sieht schon mal etwas. Ja, okay. Oh, hier geht's weiter. Jo. Also wenn man hier ein bisschen welche Knochen farmen kann, kann man ziehen, welche Krab kann man hier easy machen. Mal gucken. Anscheinend gibt es auch nichts. Nö. Alles klar. Hier ist schon mal gar nichts. Ja. Ich weiß, optisch sieht das so richtig geil, richtig gut aus. Denk mal hier, boah, kriegt man richtig geilen Stuff, sonst irgendwas. Aber ich könnte es ja wieder nüchtern. Ja, also ich hätte wenigstens was mehr erwartet. Wow. Muss man nur meckern, dann kriegt man was. Okay, das sieht schon mal im Bossbereich aus. Ich habe schon mal in dem Bossbereich schon gefunden. Oh, okay. Wow, ich habe das erste Mal solche Kerne gefunden. Hui. Wow, halt das Ding fest. Ihr seid Steinpfeile, alles klar. Jupp, ich lasse dich mal. Ich lasse euch mal da drinne. Ich mache wieder Tür zu. Ja. Höchste eine einzige für die Dinger hier gefunden, das war's. Wow. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung den Bossbereich mal. Tun wir mal den Boss mal begrüßen. Okay. Bist du hier drinne, Boss? Hallo, Boss. Immer erstmal sein ganz klar, keiner erstmal hier wach. Alter! Wie lange brauchen die hier komplett aufstehen?
So. Wieder ein Krieger. Hallöchen. Perfekt, gleich weggeklatscht. Also der Boss wobei sieht schon mal etwas größer aus. Ist hier der Boss hier? Wow. Okay. Joa. War das so der ganze Boss oder wie oder was? So ein Bosskammer oder nicht? Also die Bosse habe ich anscheinend noch nicht besiegt. Aber das hier hieß doch auch die Kammer. Okay. Joa. Ich würde sagen, etwas ernüchternd. Ich dachte, hier wird hier episches Action hier. Ich war ja schon überall. Ja, dann würde ich sagen, wieder raus. Kann man hier geknirrt und dann wieder raus. Cool. Ah ja, schön. Es ist gerade Regen. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Schiff. Ja, also schon mal gut zu wissen, das Ding, der oben auf dem Berg ist. So, dann gehen wir mal wieder zurück zum Schiff. Wir sind hier welche am Kloppen hier. Dann sollen sich alle die Kippe anschlagen. Wenn ich hier mal was irgendwas mal was sehe. Also ich hoffe, dass ich das mit meiner Beleuchtung schnell wieder hinkriege, weil das war schon etwas ärgerlich. Verdammt. So. Mal schauen, wir sind gleich am Schiff. Ich habe diesmal auch eine Harpune dabei. Was wollt ihr denn alle überhaupt? Spielen bin ich nicht gekommen. Deine Kumpanen haben das gleiche miterlebt. So. Ja, wir sagen wieder zurück. Können raus, das kann raus. Also ein klein bisschen Loot habe ich ein bisschen mitgenommen, aber das war's. Also eigentlich war es etwas ernüchternd. Dann packe ich mein Schiff ein und dann gut was ging. Hey. Ich weiß nicht, warum die geiert sind, aber bringt dir eigentlich nichts, weil ich die alle wieder niederkloppe, ja. So. Rückwärts ging. Kommt der nächste um Ecke geleiert. So, Schiff hat gedreht, wie gesagt. Der nächste ist relativ hart hier oben. Ich hoffe, es ist nicht so weit landinnere. Würde ich es mir mal so grob mal anschauen, wie das ist. Aber ich denke mal, bevor wir da angekommen sind, mache ich erstmal einen kleinen Cut. Hier sind wir erstmal gelandet. Wir sind relativ weit entfernt, war doch, ist doch bis etwas mehr Landesinnere. Wir sind jetzt in der Ebene gelandet. Und warte, erstmal ein bisschen mal hier etwas Leben reinpumpen, weil die Ebene ist nicht so einfach. Weil wir hier ein bisschen mal rückwärts gehen, weil ich habe gesehen, die war hier ein bisschen so auf einmal Nebel aufgetaucht.
Ja, und mit Schiff und Nebel ist nicht keine coole Kombination. Muss ich hier in den kleinen Einbuchtung hier wieder reinzufahren. Das ist ziemlich sehr unpraktisch, finde ich persönlich. Weil mit meiner Schwert ist okay, aber nicht mit meiner Rüstung. Weil da sind die Viecher etwas stärker. Ich will mal nur mir das mal angucken mal. Wie das ist. Ja. Okay, da haben wir schon mal den ersten Freund schon mal. Haben wir schon mal den Goblin schon mal. Das ist das erste Festfahren. Yay. Das ist immer sehr schön, immer. Wenn man gerade was gerade gehen möchte, so, jawohl, etwas freigemacht. Rückwärts gehen. Oder einmal versuchen, mit voller Kraft nach vorne zu fahren. Jetzt geht's auf einmal. Jupp, alles klar. Läuft. So, etwas. Erstmal hier. Ach du Kacke. Jo. Das sind nette kleine Freunde, die möchte ich ungern. Ach du Kacke. Aua, aua. Wasser, Wasser, Wasser. Oh, gut. Und halt rank. Uiuiui. Abfuck und Moskito noch. Und schon mal erste Schwarzmetall schon geholt. Hab ich denn? 6 Stück. Okay, das ist schon mal ordentlich viel. Das ist schon mal eine Ansage. Also Moskito und noch ein nette Freund noch. Das ist schon die beste Kombination. Gucke ich, dass ich das andere Schwarzmetall noch irgendwie noch kriege. Ah. Jupp, schön alles aufgesaugt. Schön. Gerade so noch. Nice. So. Gehen wir mal wieder schnell zurück zum Schiff. Also, es hat gerade so geklappt. Also wie gesagt, hier mit meiner Eisenrüstung bin ich nicht so wirklich gerade der duftigste Kerl. Aber ich möchte mal den Turm angucken, was mir hinten angezeigt wird. Aber auch hier Schiffsmarkierung machen, dass hier der Schiff ist. Dass man hier sich das hier schnell wiederfinde. Oh, die brauchen wir auch mal. Okay, das ist neu. Ja, das ist gerade nicht so schön. Alter, wie viel gibt's hier bitte? What the fuck? Also ich möchte erstmal hier ein bisschen schleichen. Das Problem ist... Hier ist... Alter. Ist für meinen Geschmack viel zu viel Nebel. Es gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Gar nicht, dass hier zu viel Nebel ist. Jupp. Also, hier die Multiplayer gibt es aber hier relativ viel. Also, die Turm bin nicht so weit entfernt. Wie gesagt, hier, eigentlich gehöre ich nur in diesem Bereich noch gar nicht. Da, also, hier ist so der meine Silberrüstung. Hier würde ich ein bisschen mehr tanken. Ich habe noch so halbwegs einen guten Schildschwert, aber mein Schwert hat auch noch über die Hälfte Haltbarkeit. Wie gesagt, einmal mir den Turm angucken, dann wieder schnell verschwinden. Wie gesagt, ich gehöre eigentlich noch gar nicht hierhin. Pfeilemäßig habe ich auch ein paar auf Lager. Weil das Problem, wie gesagt,
wie in der verkackten Nebel hier. Siehst du, sieht man nur die Goblins noch nicht mal. Das ist noch schlimmer. Geld kann ich ja wegschmeißen. Geld brauche ich überhaupt gar nicht. Also Schwarzmetall, das ist das nächste, was wir brauchen. Weil ich bin hier, ich möchte erstmal hier ein bisschen hier vorsichtig hier agieren. Deswegen. Also lieber eher vorsichtig als Nachsicht. Wie gesagt, trotzdem ist es relativ ein kleines Stück ist, also in einem kleinen Stück kann sehr vieles passieren. Deswegen gehe ich jetzt mal hier ein bisschen vorsichtig. Alter. Wie willst du den Nebel haben? Dick. Wie dick? Null Sichtweite. Ah, da vorne sieht man schon langsam den Turm. Alter, wie weit geht der Nebel bitte? Ich bin fast schon Landes Innere schon. Oh. Optisch sieht der hier hingegen schon mal ganz gut cool aus. Oh. Mal ein bisschen nach hinten gucken. So, hier ist doch schon der Turm langsam in Sichtweite. Erstmal wieder auf, sollen wir wieder generieren. Aber der Turm sieht schon bombastisch immer aus. Okay, da haben wir schon mal die ersten Blubber schon mal. Aua! Aua, aua, aua! Ah, shit! Das ist gar nicht so schön. Aua, 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 aua. Ich kann laufen, ich kann laufen, ich kann laufen, ich kann laufen. Ah! Bloß schnell weg. Ah! Die Blobber sind ganz ekelhafte. Das sind ganz ekelhafte Dinger. Ah, die soll man nicht. Okay. Der Schleichenmodus. Eieiei. Also, schon gut zu wissen, da ist eine Teiggrube. Also, da ist, glaube ich, erstmal nicht Kirschen essen. Die kloppen sich, das ist schon mal ganz gut. Habe ich persönlich erstmal meine Ruhe. Und der wurde gekillt. Okay. Zeichen abhauen, weg hier. Weil bei so einer Teergrube ist nicht so schön. Ja, ich. Das ist noch eine Teergrube. Okay. Dann, wir sagen, schnell die Beine Hand nehmen und dann schnell hier verschwinden. Durch das ganze Nebel und Co. hat man nichts gesehen, dass hier auch Parterre-Gruben sind. Schon mal gut zu wissen, wie Parterre-Gruben sind. Schon mal sehr, sehr gut zu wissen. Sachen packen und weg hier. Schon mal schnell weg hier. Also, völlig Ecke. Nee, danke. Ohne mich. Das ist das Problem, finde ich persönlich, bei Nebel. Du siehst fast gar nichts, null nada. Und dann siehst du erst dann es alles, denkst du, jupp, alles klar, läuft aber richtig. Besonders jetzt wird es nachts und nachts ist es noch ekelhafter. Wir haben schon Vorteil, wir haben schon mal die ersten Schwarzmetall schon mal. Das ist auch schon viel wert. Und ja,
Abstecher, sagen. Semi-gut, würde ich mal behaupten. Ich komme jetzt mal dann wieder erstmal wieder hier, wenn ich die Drachenmutter besiegt habe. Und dann komme ich erst wieder zurück. Feuer nicht. Eieieiei. Weil, wie gesagt, die Teer-Monster sind schon ein bisschen hartnäckig, weil die hast Teer und kriegst einen Debuff noch durch den Teer und dazu noch zusätzlich noch Giftschaden. Nee, danke. Also habe ich erstmal keine Lust erstmal. Also hier ist, wie gesagt, ich will erstmal nach und nach erstmal das andere Kram jetzt machen. Aber schon mal gut zu wissen, dass hier schon mal eklige Sachen sind. Also schon mal sehr, sehr, sehr interessant. Ja, wir sagen, Abstecher war semi-gut. War so, ja. Wie gesagt, hier ist Gebirge, hier ist ein Schlammgruben, also hier Tergruben. Das ist so der größte Shit. Ja, da würde ich sagen, ja, würde ich jetzt, dann komme ich erst dann wieder, wenn ich die Drachenmutter besiegt habe. Ja. Mal gucken, wir unterwegs noch Dings bekommen, noch ein Seemonster noch unterwegs noch mitkriegen oder mitnehmen. Falls nicht, ja, war es das erstmal. Aber dafür relativ neue Sachen wieder gelernt. Das ist eigentlich schon mal wieder sehr interessant. Nur schippern hier so gerade so lang hier. Baumäßig eigentlich ist nichts dabei, aber möbelmäßig wieder ein bisschen mehr dazu gekommen. Ist schon mal ganz gut zu wissen. Mhm. Ja, mal gucken. Wie wir eine Dings finden unterwegs. Seemonster. Das ist meistens so mehr Richtung offenes Ozean. Wenn nicht, machen wir hier Schluss und ja. Mal gucken. Also wie gesagt, das nächste Mal tun wir, werde ich mir diese komplette Silberrüstung zusammenkraften und dann mich mal hier unten in den Lampen hinbegeben. Aber das mache ich immer off-screen, dass wir uns mal hier uns wiedersehen. Aber bevor ich hier hinfahre, tue ich erstmal den Bereich mal, die ganzen hier tue ich mal. Mir die Portalreste wegholen und ja, mit dem Boss mache ich mit meinen Freunden, fahren wir, greifen hier lang. Also ich habe gesehen, hier ist ein kompletter Durchgang auch und also der Durchgangbereich hier sieht schon sehr verdammt geil aus, muss man schon sagen. Ist auch ein Turm, können wir auch so nebenbei neu unterwegs nebenbei machen, aber ne. Wie gesagt, das mache ich aber, wenn ich jedenfalls mache, aber jetzt mal outscreen. Das ist, glaube ich, nicht so interessant. Mal gucken, wir sind gleich eigentlich jetzt ein bisschen Ozean. Meistens so Ozean ist so, sind die immer relativ dabei, immer. Mal schauen, aber anscheinend eher nicht. Naja, wir sagen, das war es erstmal von mir aus. Es wahrscheinlich sind wir kein Seemonster, oder wenn, falls ich doch eins kurz von wegklatsch bin, kommt es im Video. Falls nicht, dann ist das nicht im Video vertrieben. Ich hoffe, es hat bei Weihnachten hat es euch wieder gefallen. Lasst ein Like, einen netten Kommentar. Bis nächstes Mal und haut rein. Tschüss.